Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part sind wir in Tetiala gelandet und sind den Fuji-Berg hinuntergelaufen. Und ja, wir waren gerade auf dem Weg nach Meltokyo und ich hatte eine kleine Trainingseinheit eingelegt. Wie man sehen kann, 3 Level. Hat auch einiges gedauert, da ja, wir einen hohen Level haben und auch viele Erfahrungspunkte dafür brauchten. Und ich hatte auch einen kleinen Dialog zwischendurch, den habe ich auch aufgenommen und ich würde sagen, den blende ich jetzt direkt mal ein, weil er wäre ja hier so oder so gekommen. Also, bis gleich. Ich kann nicht glauben, dass er wirklich unser Feind sein soll. Kratos? Ja, ich finde, er wusste über manche Dinge viel zu viel, aber... Während wir blind unsere Reise zur Weltenerneuerung fortgesetzt haben, hat er uns die ganze Zeit ausgelacht. Obwohl, die Dinge, die er sagte, besonders zu dir, Lloyd. Ich fühlte Wärme, wenn er mit dir sprach. Kratos? Warm? Sie nehmen mich auf den Arm. Und doch ist es schwer zu glauben, dass die Dinge, die er uns sagte, als wir die X4-Manufaktur in Asgard sahen, von einem kaltherzigen Engel der Crucius gesprochen wurden. Warum hat er dann Colette mitgenommen? Ich weiß es nicht. Eben, alles was wir wissen ist, dass seine Ziele und unsere nicht die gleichen sind. Ja. Und ja, da haben wir auch wieder einiges erfahren, wie die Gruppe derzeit über Kratos denkt. Und zwiespaltig, die mal einen so und die anderen so. Gut, und hier wären wir in Meltokyo. Sehr schick sieht die Stadt aus. Und würde ich sagen, betreten wir sie doch direkt einmal. Entschuldigt, aber hier trennen sich unsere Wege. Was? Warum? Hast du schon vergessen? Ich wollte Colette töten. Ich muss dem Oberhaupt von meinem Versagen berichten. Ist dieses... Oberhaupt hier in der Stadt? Ich bin aus Misoho. Die Leute von Misoho wurden aus diesem Gebiet vertrieben. Wir leben versteckt. Dir passiert doch nichts, wenn du Bericht erstattest? Ach, keine Sorge. Könntet ihr diesen Brief für mich abgeben? Bitte gebt ihn den König im Schloss von Tetiala. Sagt ihm, er ist von China aus Misoho. Er wird euch sofort eine Audienz gewähren. Der König will Colette doch töten, oder? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Um das zu verhindern, habe ich genau aufgeschrieben, was passiert ist und habe gebeten, dass sie euch helfen, Colette zu heilen. Oh, verstehe. Vielen Dank. Nein, ihr müsst mir nicht danken. Ist doch nicht der Rede wert. Das Königliche Forschungsinstitut befindet sich in der Hand der königlichen Familie. Es geht gar nicht anders. Also dann... Bist du etwa verlegen? Du bist ja ulkig, China. Sei still, ich gehe jetzt. Wir sehen dich aber wieder, oder? Vielleicht begegnen wir uns mal wieder, vielleicht aber auch nicht. Dann lasst uns noch kein Lebwohl sagen. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Irgendwann mal. Und wir haben Chinas Brief erhalten, doch leider hat sie die Gruppe verlassen. Och, Menno. Naja, aber dafür können wir uns jetzt in der königlichen Stadt Meltokyo umsehen und trägt wieder ein Dialog. Gut, Tetiala, die blühende Welt. Tetiala ist einfach unglaublich. Hier gibt es so viele Dinge, die ich in Silverrun noch nie gesehen habe. Ich meine... Das sollten wir von einer blühenden Welt auch erwarten können. Aber solange es dieser Welt gut geht, zerfällt Silverrun immer mehr.
Oh ja, du hast recht. Aber wie um alles in der Welt konnte so etwas nur passieren? Ja, das ist wirklich eine faszinierende Frage. Tja. Wow, auf dieser Seite gibt es auch Hunde. Colette! Sie hat Hunde doch immer so geliebt. Was für eine gewalttätige junge Dame! Einfach wundervoll! Wer um alles in der Welt war denn das? Ja, wie man sieht, hat Colette keinen Sinn für Ästhetik mehr und interessiert sich auch nicht für süße Sachen. Gut, wir gehen einmal kurz nach... Ja, obwohl, das bringt, glaube ich, gar nichts. Wir gehen direkt zum, ja, Ort des Geschehens, und zwar hierhin. Settle down, my darling honeys. Hi there, my little cool beauty. Are you hurt? Well, Master Zelos himself has deigned to speak to this girl, and yet look how she acts! Just look at her. It's not even festival time, and yet she's dressed up in an angel costume. How stupid are you? Can you believe the nerve of this hag? What did you say? Genus, let it go. She's obviously never looked in a mirror. What did you say? You're all behaving like children. Now, now, settle down. Are you upset, my little angel? You know, I bet you're as cute as a button when you smile. Was a surprise. You sure are strong, my little angel. You certainly startled me. Well, who are you? No offense, but I'm not interested in talking to guys. I hate this guy already. Ooh, what's your name, beautiful? Give me your name and I'll give you mine. Hey, you copied boy! Now that I've heard someone else say it, it sounds kind of arrogant. Oh, my, you don't know me? Well, well, I guess I still have a ways to go. Master Zelos, let's go! Oh, yes, yes, of course. Well then, I'll see you again. My lovely lady, my cute little angel, and, you other people. What was that all about? What an ass! He was grinning like an idiot the entire time! What's wrong with that guy? He had an X-sphere on him. What? No way! So that's how he reacted so fast. Just who is that guy? Und das war, wie man am Namen auch erkennen konnte, Zelos! Und... ich kann so viel verraten, wir werden ihn nochmal wiedersehen, aber erstmal ab zum König. Und wie man ja Zelos Charakter schon anerkennen konnte, interessiert er sich sehr für Frauen. Gut, und hier sind wir jetzt erstmal beim, ja, Schloss, nenne ich es mal. Wer seid ihr? Wir möchten den König sprechen. Seine Majestät ist krank und gewährt keine Audienzen. Ihr wisst Bescheid, also geht bitte. Nein, wir müssen mit ihm sprechen. Sicher müsst ihr das, aber bis es seiner Majestät nicht besser geht, ist nichts zu machen.
Die Kirche von Mattel bereitet ein Gebetsritual vor, um für die Heilung seiner Majestät zu beten. Also bittet die Priester am Tempel dafür zu sorgen, dass es ihm so bald wie möglich wieder besser geht. Wachablösung! Okay. Ich schätze, wir müssen zum Tempel gehen. Gut, und ja, dann gehen wir zum Tempel und Gott sei Dank ist der direkt nebenan. Kennt man eigentlich gar nicht. Normalerweise bin ich es gewohnt, dass man dann wieder kilometerweit laufen muss. Aber hier haben wir es mal direkt in der Nähe. Schön. Obwohl, ich würde ja schon gern mal kurz gucken, ob wir hier schon in einen Einkaufsladen gehen könnten. Um uns ja noch bessere Ausrüstung zu kaufen, denn neben den 3 Leveln, die wir gestiegen sind, haben wir auch eine ganze Menge Geld erspart. Aha! Gut, wir gehen einfach mal ganz schnell gucken, denn hier ist auch direkt der Laden, wo wir eventuellerweise etwas kaufen könnten, nämlich der Rüstungsladen. Willkommen im Rüstungsladen Trupellos. Kaufen! Oh, ein Splitterpanzer. Kettenhemd für den Oberkörper mit metallener Brustplatte für extra Schutz. Den nehmen wir einmal mit. Geist der Elfen, ein leichter beweglicher Harnisch, der von Elfen hergestellt wurde, nehmen wir auch. Druidengewand, ein Umhang, der nur für hochrangige Zauberer angefertigt wird. Und den nehmen wir auch. Und oh, da sind wir schon wieder bei 8700 Gold. Eine Schleierrobe, ein Gewand, das so hauchzart ist wie Nebel. Nehmen wir auch direkt einmal mit. Ein Strohhut, den haben wir an. Ein Ringelband, Goldreif, Omega-Schild, Eisenklaue. Eisenklaue? Ein eiserner Handschuh mit Klauen, verstärkt den Angriff. Ja komm, nee. Ja doch. Ja nee. Nee. Wir kaufen erstmal die Rüstungsteile, denn ich möchte auf jeden Fall noch eine neue Waffe für Lloyd. Und die kriegen wir auf der anderen Seite. Denn ja, die Stadt ist ziemlich symmetrisch aufgebaut, weitestgehend. Ich hoffe, wir kommen jetzt ohne ein Gespräch dorthin, wo ich hingelangen möchte. Aber es sieht... Ja, es sieht gut aus. Perfekt! Und dann gehen wir hier noch einmal schnell in den Waffenladen. Hallöchen! Willkommen in der Anpassungsschmiede Prusios. Ogerschwert, Ogerschwert. Achso, das ist die Anpassungsschmiede, ah ja. Ah, und es fehlt ein weißes Silber. Und ich würde sagen, das könnten wir doch dann direkt mal kaufen. Ah, der will uns nichts verkaufen, der Elende. Hallöchen! Ich frage mich, wie sie im Geschäft bleiben. Es braucht ja nicht allzu viele Leute Waffen. Ah, okay. Tach, dies ist der Waffenladen Axios. Gut, dann kaufen wir uns hier unser... Ja, gut, kaufen wir uns hier ein Ogerschwert und... Ein... Stachelchakram für Colette. Und dann hätten wir alles... Ja, vor allem alles Geld wieder auf den Kopf gehauen. So, dann rüsten wir auch noch alles aus, denn ansonsten hätte das ja alles keinen Sinn. Hier einmal unser Splitterpanzer. Zack, das war der doch, oder? Yep. Und dann das Ogerschwert. Moment. Ja, ganze 80, hat sich ja gelohnt. Und bei Colette wollten wir den Stachelkranz. Und das sind auch, ja, ganze 40 wieder. Immerhin. Ah ja, genau. Und Geist der Elfen. Ja. Dann gehen wir noch einmal zu Genus und den geben wir sein Druidengewand. Und der Rain geben wir ihre Schleierrobe. Okay, die Schleierrobe hat sich am wenigsten rentiert. Aber egal, wir haben... Auf jeden Fall wieder an Stärke und Verteidigung dazu gewonnen und ja, plus das Training, das ich vorhin absolviert hatte. Sollten wir so schnell keine Probleme mehr bekommen und können uns durch die ganzen Monsterscharen zehren. Gut, aber ich würde sagen, weil jetzt hier gleich wieder längere Cutscenes kommen, beende ich hier erstmal den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir denn dann im Tempel des Mattels mal... nachfragen, wie lange es denn noch dauert, bis der König wieder gesund wird. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ciao!